Willkommen, liebe Clasher, beim einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten und dem Spiel Clash of Clans. Und ihr seht das hier, es hat geklappt. Also, ich habe ja gestern dazu aufgerufen, wenn ihr was habt, ruhig rein in mein, nicht in meinen Discord, sondern da habe ich die Nachricht bekommen, dass jemand etwas hochgeladen hat. Und ich wollte das heute wenigstens mal abgetestet haben, ob das dann wirklich auch so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, klappt so. Ich hatte gestern schon wieder Sorge, dass das nicht funktioniert mit dem Google Drive, aber scheinbar funktioniert es doch. Und der Tobi hat mir hier einen Angriff geschickt. Vom Clan Cola Zero. Es scheint mir ein normaler Clankriegsangriff zu sein. Wenn ihr so eine Aufnahme macht, dann scrollt ruhig mal ein bisschen rein, dass man vielleicht ein paar kleinere Details oder so sieht, die ganz interessant sind. Aber ich denke mal, die Aufnahme ist absolut in Ordnung. Und ja, ich kann sie ganz gut einbauen. Ist im Format, ich glaube, er hat das jetzt 1280 mal 720 aufgenommen, also in HD. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, sieht jetzt gleich gestreckt aus, weil ich es, glaube ich, in 1920 mal 1080 aufnehme und auch so später rendere. Im Gesamtvideo taucht das ja aus. Das ist ja nicht nur das Einzige, was ich euch zeigen will, denn ihr habt ja sicherlich im Titel gesehen, wir haben unser Rathaus 5 jetzt endlich auf Rathaus 6 gemaxt. Ist auch schon ein paar Tage her, macht aber auch nichts. Und auch die Frage sei denn demjenigen beantwortet, wann kommt wieder was von zwei Socken? Ja, heute kommt ein bisschen was von zwei Socken. Also wir machen wenigstens ein bisschen weiter, dass ich nicht so einen absoluten Stillstand hier habe. Und deswegen bin ich heute auch mal auf das Dorf gesprungen. Ihr werdet gleich sehen, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Ich bin jetzt für diesen Inhalt hier nicht verantwortlich. Also ich scrolle hier jetzt nicht mit. Ihr seht das. Und wofür ich leider auch nicht verantwortlich bin, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, dass auch vor meinen Videos manchmal Werbung auftaucht von YouTube, die etwas mit Gems generieren zu tun hat oder Gem, aber kein Gem-Hack, glaube ich, oder so, sondern eher, es scheint ja eine ganz offizielle Werbung zu sein, sonst hätte vielleicht Supercell schon mal ein Veto dagegen eingelegt nach dem Motto, YouTube bitte diese Werbung nicht mehr einbauen. Ich kann es euch nicht sagen, aber auch für diesen Inhalt bin ich einfach nicht verantwortlich. So ist es. Ich habe da auch keinen Einfluss drauf, was da vorkommt, was dazwischen kommt. Wenn ich in die Stücke dann ein-, zweimal Werbung reinlege, das ist immer je nach Länge des Videos, entscheide ich das manchmal selber. Manchmal lasse ich das auch einfach YouTube entscheiden. Da gibt es halt einen Button, da steht halt drauf Placements vorschlagen. Und wenn ich den nehme und YouTube schlägt ein, zwei Placements vor, dann nehme ich in der Regel das, was von da kommt. In den etwas kürzeren Videos, glaube ich, habe ich irgendwo so zwischen 2 und 6 Minuten meistens irgendwo was drin. Aber schön gemacht, hier aufgenommen mit dem DU-Rekorder und wir springen jetzt auf jeden Fall auf den zwei Socken. Ja, und ich bin hier jetzt auf den zwei Socken und ich gucke jetzt gerade, ich gucke mir die ganze Zeit schon das Bild an und denke, ja, Toto, das ist ja ein Rathaus, ist ja ein Rathaus 6, okay. Aber warum ist der Schnee noch da? Und es schneit gar nicht mehr. Der Schnee ist noch da, es schneit gar nicht mehr. Und ich kann auch hier Show only relevante Reinforcement Requests. Das sind wahrscheinlich dann saisonale Dinge. Only if you donate to. Ah, okay. Aber irgendwo konnte man hier den Schnee, glaube ich, ausstellen an dieser Stelle. Das kann ich im Moment gar nicht. Und ich glaube, ich habe ein Update verpasst. Ich muss mal eben nachschauen, das mache ich erstmal weg, beziehungsweise das mache ich mal fix und dann mache ich genau an dieser Stelle hier weiter. Geht doch, so einfach ist es. Einmal ein Update gemacht, hatte ich hier jetzt wahrscheinlich noch nicht gemacht an dem Gerät und also jetzt sind wir auch wirklich echt mal schneelos und hat auch lange genug gedauert, glaube ich, bis der Schnee weg war. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich dieses Update hier hätte machen müssen. Da es, glaube ich, kein automatisches Update war, sondern ein optionales Update. Ich meine, ich hätte den Schnee jetzt auch das ganze Jahr noch liegen lassen können. Hätte ich wahrscheinlich die anderen Updates aber alle noch machen müssen, beziehungsweise verpasst irgendwann. Aber ihr seht das, ich bin endlich Rathaus Level 6 und ich habe schon so ein bisschen was gemacht. Also so ein ganz kleines bisschen habe ich vorgepusht, ohne jetzt euch mit so ein bisschen ins Boot zu nehmen. Aber das ist jetzt nicht wirklich viel. Ihr seht auch, mit welcher Armee ich natürlich unterwegs bin, mit den Kobolden. Das hat hier auch den Hintergrund, dass ich unheimlich schnell mit denen farme. Und wenn ich alle Jubeljahre mal auf diesen Account springe, dann mache ich mir fix die Lager voll. Und dann höre ich auch ein paar Tage nichts von dem. Ihr seht, ich habe erstmal 3 von 3 Bauarbeitern frei. Die wollen wir natürlich heute auch wieder sinnvoll beschäftigen. Was ich aber schon mal gemacht habe, sind die Armeelager. Das heißt also 150 Truppen, die habe ich ganz, ganz früh gemacht, wie immer. Und denn ich will immer von Anfang an mit Max, nicht mit Max-Truppen, sondern mit der maximalen Anzahl an Truppen hier mit meinen Dörfern spielen.
habe schon mal eine Mauerreihe hier gemacht. Also die habe ich jetzt schon mal auch auf den goldenen Status gebracht. Denn mein Goldlager lief natürlich ein bisschen voll. Ich habe, glaube ich, auch nichts in der... Ah doch, ich habe noch ein ganz kleines bisschen in der Clanburg. Ist aber nicht wirklich viel. Und wir müssen in jedem Fall jetzt erstmal ein bisschen Elex ausgeben. Also es geht hier jetzt ganz, ganz hart weiter mit dem Account. Und ihr seht, er ist auch wirklich fully maxed. Ich habe auch alle Lager mal wieder ganz brav auf 10 gezogen. Alles mit 3 Bauarbeiter. Also für die Beginner hier geht alles bis Rathaus 7, würde ich mal so sagen. Ganz, ganz locker und auch relativ schnell mit nur 3 Bauarbeitern. Also wenn man sich dann einen für 500 Gems noch im Nachgang gönnt, dann kann man das hier ruhig machen. Und ich bin jetzt schon wieder bei 735 Gems, aber ich muss das Elex hier in jedem Fall jetzt rausballern. Wir müssen das Labor machen. Ich denke, 270.000 ist absolut in Ordnung, 16 Stunden auch nur. Und das muss ich dann auch wieder so ein bisschen reinfahren. Wir können das Labor updaten hier. Das machen wir auch für den Heilzauber, der ist nämlich gar nicht mal so unwichtig. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir uns eine Kaserne hochziehen. Die kostet allerdings 700.000. Das heißt also, ist schon wieder ein bisschen mehr. Ein Kurzläufer an defensiven Gebäuden habe ich im Moment nicht. Ein Kurzläufer wäre jetzt irgendwas so um eine halbe Stunde oder so, habe ich leider nicht. Ist aber, das macht hier an der Stelle nichts. Und ich würde sagen, wir gehen hier sofort in die Vollen rein. Also First Click hier. 247.000, also ich gucke im Moment jetzt nur aufs Elex hier. Das Gold interessiert mich jetzt an der Stelle mal nicht so wirklich, aber ist auch eine schwere Base. Also auch für meine kleine Minitruppe hier, glaube ich, bekomme ich den Minenwerfer denn wohl weg? Ich denke mal nicht. Den kriege ich noch nicht weg. Okay, also ich muss den Zauber leveln. In der Clanburg habe ich einen Drachen. Geil. Okay, ich habe in der Clanburg einen Drachen. Den können wir hier mal direkt vor die Luftabwehr setzen. Da hinten ist noch eine Luftabwehr. Also machen wir die erstmal weg, damit der Drache noch ein bisschen weiter reingehen kann. Okay. Und eigentlich kann ich den erstmal fliegen lassen. Ich kann ihn eigentlich erstmal fliegen lassen, weil wir sehen, was der so nimmt. Der war jetzt nicht Max, ich glaube, er war auf Level 5, aber er macht ja schon mal so ein bisschen was für mich. Was kann ich jetzt eigentlich ablenken? Okay, ich glaube, wir gehen jetzt doch mal ein bisschen zusätzlich mit den Kobolden hier rein. Ich meine, die Minenwerfer müssen sich jetzt immer wieder drehen zu meinen Kobolden hin. Das heißt, die werden nie alle erwischen hier. Jetzt kann ich natürlich hier mal warten, bis der weggemacht wurde. Hier der eine Minenwerfer zumindest schon mal. Dann kann ich mir da das Elex vielleicht schnappen. Und da ist jetzt noch ein Minenwerfer. Da machen wir das mal so ein paar hier. Und ganz, ganz viele da. Und da unten sind sie sowieso schon dabei. Okay. Der schießt immer noch dahin. Die wetzen hier noch durch die kleine Mauer durch. Passt so. Ja, dann nehmen wir das Gold hier auch noch mit. Da schießt er jetzt wahrscheinlich erstmal nach da. Und dann kann er auch nach da schießen. Also ich setze hier einfach so ein bisschen versetzt. Ja, weil der muss sich immer drehen. Ich weiß, der macht jetzt meine Kobis alle weg. Das ist aber alles nicht so schlimm. Die sind viel zu schnell für ihn. Ihr seht das. Kein Thema hier, die Grünen und 50% sogar geholt, alles klar. Da kriegen wir sogar noch so ein ganz kleines bisschen Bonus. Also nach wie vor saustarke Truppe hier, die Kobolde. Und ich farme sie auch in 150er Schritten nach, also immer 150. Und können wir jetzt eigentlich schon die Kaserne machen. Ja, wir können die Kaserne schon machen, aber wir geben vorher noch ein bisschen Geld aus. Geld, sage ich immer. Nee, wir geben mal vorher noch ein bisschen Gold aus. Wie viel ist denn das hier? Ne, Rotate Now. Okay, wenn ich sie nur rotieren kann und nicht updaten kann, dann reicht es wahrscheinlich noch nicht. Aber wir machen mal wenigstens so eine Hälfte. Fertig, 650.000. Ja, das passt dann. Dann ist der Pott nicht so voll. Ja, dann ist der Pott nicht ganz so voll. Und dann können wir hier aber auch die eine Kaserne jetzt anstoßen. Würde ich mal sagen, machen wir 7, einen Tag, 12 Stunden auch nur. Dann haben wir das auch schon mal fertig, würde ich sagen. Die Clanburg, ihr seht das, habe ich schon mal gemacht. Also einfach mal egal da rein. Und kurzer Abstecher, würde ich sagen, in die Liga. Denn wir sind schon im dritten Clankrieg und ihr seht den Pfeil im dritten CK. Den haben wir nämlich gewonnen. Und wow, wir haben hier tatsächlich mal eine Absprache getroffen. Denn ihr könnt das sehen, 13 auf 15, also der Alex. Ja, ist ja einer meiner Accounts, hat hier ein Rathaus 9 machen dürfen, denn ich hätte den 10er machen können oder müssen, mal wieder. Vielen lieben Dank übrigens für die tollen, tollen Vorschläge unter dem Video von gestern, also eigentlich ja von heute, für mich von heute, weil ich es aufnehme, aber wenn ihr ja die Folge am Mittwoch seht, dann ist das ja schon gestern. Also tausend Dank nochmal für die guten und tollen Tipps. Einen konnte ich heute schon mal umsetzen, leider auch wieder mit einem Stern.
Ist verbesserungswürdig, aber ich arbeite dran. Und wir haben uns hier einfach mal geeinigt, dass ein etwas schwächerer Rathaus 9 etwas sicherer bei einem Rathaus 10 zwei Sterne macht, weil ich ja echt kein sicherer Angreifer auf Rathaus 10 bin, selbst hier mit meinem Max 9er nicht. Sondern dort hat man sich einfach mal geeinigt, wo wir gesagt haben: Pass mal auf, Toto, ich mach mal einen 10er. Mach du mal sicherheitshalber den einzigen 9er unten sicher auf 3, weil derjenige 9er nicht ganz so sicher ist auf 3. Dafür aber für 2 Sterne auf 10. Wunderbar. So kann man es ja, so kann man sich natürlich super arrangieren hier. Und hat mich auch gefreut, muss ich sagen. Klar, ist so eine Base hier natürlich ein gefundenes Fressen für Hogrider. Queen da draußen, also einfach mal mit einem kleinen Queen Borg, beziehungsweise jetzt ist schon ein kleiner Queen Charge, aber die Queen wird gleich außen wieder nicht reingehen. Nein, sie geht noch wieder ein bisschen in die Mitte. Klar, hier hinten ist jetzt der King. Eigentlich wollte ich meinen Packer, der hier, glaube ich, außen noch rumläuft. Wo ist mein Packer? Ach, mein Packer ist reingegangen. Hier sehe ich gerade. Der Packer sollte eigentlich außen rumlatschen und irgendwann mal auf den King treffen. Den habe ich jetzt zwar in der Hacken hier, aber mit ein bisschen Gift. Ich glaube, ich habe da noch ein Gift, weil ich da auch noch ein paar Skelette hatte. Ne, der Gift ist schon weg. Aber das ist alles, das war hier nicht wirklich gefährdend, auch wenn ich jetzt nicht mehr wirklich viele Hockrader habe. Die haben jetzt aber nur noch zwei defensive Gebäude hier, also den X-Bogen und die Kanone. Da machen sie die kleinen Nervskelette weg und dann ging es hier nur noch ums Abräumen. Also eigentlich eine coole Sache. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir mal eine Absprache getroffen haben und ich mich da auch mal dran beteiligen konnte. Ich mache das auch viel zu wenig. Das liegt einfach manchmal an dem massiven Druck, den ich habe. Also wenn ich dann schon mal online bin, dann auch noch irgendwas zu den Sachen hier beizutragen, das fällt mir unheimlich schwer, was dann ja auch Früchte tragen soll. Ich habe dann manchmal gar nicht so lange über die Bases geguckt, kann da dann in der Regel eher wenig zu sagen. Das ist das kleinere Leid, was ich habe. Da muss ich mir vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und einfach sagen, Toto, jetzt lass mal das und das sein. Jetzt checkst du hier mal mit deinem Clan die Bases und dann wird das hier schon. Aber trotzdem, cool gemacht hier, fand ich zumindest. Und ich glaube, 1 auf 1, den Matthias haben wir hier nicht gesehen. Aber wir hatten hier auch mal wieder so ganz, ganz knappe dabei. Ohne Worte. Ohne Worte. Deswegen nehmen wir uns heute mal den Matze. Wir nehmen uns heute mal den Matze, also 12 auf 12 hier. Ja, stimmt gar nicht. 11 auf 12. Entschuldigt bitte, Matze ist ein 11er. 11 auf 12. Wir hatten, glaube ich, oben nur zwei 12er. Ja, wir sind nur zwei 12er oben. Und das heißt, der Matze musste das hier jetzt erstmal mit dem Rathaus 11 regeln. Ein Rathaus 12 schräger 3, also auf Ausbaustufe 3 dieses Ding hier. Und wer das noch nicht so weiß, ich habe das ja auch lange nicht geblickt, man erkennt das hier unten an der römischen 3 am Rathaus. Wenn du dann mal draußen, also im normalen Leben, auf ein Rathaus klickst hier in Clash of Clans, dann siehst du es auch immer anhand der Sterne. Aber man sieht das hier auch oben anhand des Daches, also wenn man mal von Level 1 bis Level 5 ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man in etwa, welches Level die Rathäuser haben. Und er hat sich hier für einen Elektrodrachenangriff entschieden. Auch ich habe 97% oder 95%, glaube ich, mit Elektrodrachen diesmal und Loons geholt. Das ist mir auch noch nicht gelungen auf einem relativ starken Rathaus 11 und ist sicherlich, also für 2 Sterne ist es, glaube ich, eine coole Truppe. Sonst müsstest du. Ich habe auch schon Angriffe gesehen, da sind die Drachen absolut beschissen geflogen, ewig gegen den Feger, so wie hier auch. Da hinten kommst du einfach nicht mehr an den Feger dran. Ich nehme immer 5, ja, sowohl mit Rathaus 11 als mit Rathaus 12 immer 5 Frieszauber mit. Und ich bin mir nicht zu schade, so einen blöden Feger dreimal zu friesen. Das ist einfach so. Das sind so eine Nervzicken, diese kleinen Dinger. Und wie gesagt, da bin ich mir absolut nicht zu schade, den auch dreimal zu friesen hintereinander. Nur damit ich so ein bisschen weiter reinkomme in die Base. Denn der ist echt nervig. Also da muss ich auch mal eine extra Folge von machen. Der muss ja irgendwie mal behuldigt werden oder so. Der Feger. Denn es ist echt, ich finde, es ist die absolut nervigste Verteidigungseinheit in Clash of Clans. Denn der macht einem im Rathaus 9, 10, 11, 12er Bereich wirklich, wirklich das Leben extrem schwer. Und deswegen, wie gesagt, ich nehme immer 5 Fries mit. Kein Gift, kein gar nichts. Das machen die Elektrodrachen alles. Ansonsten, oder aber ich habe Fledermauszauber und normale Drachen oder so. Das habe ich, glaube ich, im vorherigen Clankrieg so gemacht. Die sind auch immer gegen Feger geflogen. Also grauenhaft. Aber cool, macht hier der Matze mit.
mit den Elektrodrachen und dann den Helden erst im Backend. Also manchmal kann man ja sagen, ich funnel mit den Helden, um die Drachen super in die Base reinzukriegen. Oder aber ich sage, die Drachen funneln sowieso schon für sich ganz gut. Ich nehme die Helden, so wie hier, vielleicht für den Rest. Hat nicht ganz funktioniert. Das macht aber nichts, denn der Gegner hat diesmal nicht so gut angegriffen, wie wir es getan haben. Wir haben auch gut gedefft hier. Also der Sieg ist hier auf Augenhöhe verdient gewesen, so will ich es mal sagen. Denn oben waren 4 oder 5 Zwölfer, glaube ich, irgendwie so war das. Allerdings jetzt noch nicht ganz so super starke. Die Queen hätte das, ich weiß gar nicht, die Queen. Oh doch, oh guck mal, wie weit viel Healpoints die Queen noch hat. Also ich denke mal, den Bogenschützenturm hätte sie noch bekommen. Zeitfail, schade Mensch, Matze, Zeitfail. Ich hatte bisher nur die 97% gesehen und noch nicht mehr. Also schönes Ding, wir sind hier ganz normal, immer noch cool dabei. Morgen seht ihr übrigens auch mal das erste Mal etwas von den Spätzles aus der aktuellen Liga, denn die hat für uns ja super, super spät gestartet und ist heute erst, heute war der erste Spieltag auch erstmal vorbei. Den muss ich mir auch erstmal noch angucken, damit ich das so ein bisschen nett für euch verpacke. Aber wir waren ja eigentlich um zwei Socken hier. Da machen wir mit dem einfach mal weiter. Coole Dörfer, aber zu wenig Ressourcen. Schade, wieder ein Drachen in der Klarburg. Das ist aber mal nicht so, das ist mal nicht so schlimm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Luftabwehr da hinten ballert, aber ich glaube, ich bekomme die Luftabwehr nicht weg. Ich denke mal, ich bekomme die Luftabwehr nicht weg. Deswegen blitzen wir hier nach wie vor den einen Minenwerfer. Der hat im Moment nur einen, der hat seinen zweiten hier hinten stehen. Der ist mir völlig Wumpe. Und der kürzeste Weg, glaube ich, für den Drachen hier in die Mitte ist genau da, an der Stelle. Mal gucken, der müsste jetzt eigentlich gleich auf die beiden Kanonen fliegen und danach dann auf den, hier muss ich ein bisschen was wegmachen an der Seite, oder? Dreht er sich? Ja, der dreht sich jetzt erstmal, aber er dreht sich jetzt zum Lager hin, okay. Ist mir ja auch recht, wenn er ein bisschen was mitnimmt. Wir nehmen hier mit meinen kleinen, schlanken Kobis den Rest hier mit. Da kann sich der Minenwerfer auch ruhig drehen und auch der Magierturm hier. Dieses Dorf nehmen wir nicht ganz auseinander, aber wir nehmen reichlich Ressourcen mit. Und so gehe ich eigentlich mit dem Zweisocken hier so ein bisschen vor. Wenn er ein bisschen größer ist, sage ich mal, dann kann man mit dem sicherlich auch ein bisschen mehr machen. So wie es die hier jetzt eigentlich machen können. Die können jetzt nämlich noch, auch Leute, da geht's doch rein. Ah ne, ihr könnt auch da rein, alles klar. Ihr könnt auch da rein, denn der Minenwerfer ist so weit weg, der schießt nicht mehr. Und aber der andere Minenwerfer war jetzt nicht weg. Das haben meine Kobolde aber trotzdem noch gut gemacht. Das haben sie auch gut gemacht. Jetzt überlege ich gerade, wo stecken hier noch 32.000. Aber ich denke mal, oh, die stecken in der im Rathaus. Wunderbar. Saubere Sache hier, die grünen Teufel. Und ich mache in jedem Fall so ein bisschen mit dem weiter. War auch mal so ein bisschen eine Update-Statusfolge hier vom Zweisocken. Also er existiert noch. Ich bespiele ihn auch noch, wenn auch nicht so super exzessiv wie die anderen. Warum kann ich eigentlich nicht Quick Train jetzt? Ach, ich habe keine. Okay, ich kann nicht Quick Train, weil ich keine Zauberschüssel habe. Ich kann keine Zauber im Moment herstellen. Okay, das ist aber auch nicht so schlimm. Wie lange geht das noch? Ein Tag, 11 Stunden. Ist ja ganz erträglich. Ich hoffe, das Update hier hat euch ein bisschen gefallen. Also während einer Liga in meinen Folgen, für die, die mein Format auch noch nicht kennen. Ich springe dann immer mal so ein bisschen in die Liga, dass wir ein bisschen Clankrieg auch sehen. Und mache aber auch immer ganz gern was in meinen Dörfern. Also der Zweisocken ist gut dabei hier. Und ich komme mit dem, wenn ich ihn denn bespiele, ganz gut voran. Mal sehen, dass ich mir demnächst mal ein paar mehr Gems hole. Das will ich dann natürlich machen, wenn ich hier ins Dunkeldorf ein bisschen gehe. Das war ja ganz abseits von euch. Und die super lange Folge hier für auf den Mittwoch hat euch hoffentlich gefallen. Ich würde sagen, ich bin jetzt ganz schön außer Puste, außer Atem. Ich bin auch ganz schön platt von der Arbeit. Macht aber nichts. Ich wollte das auch mal wieder für euch festhalten. Also Status mit mir von Clash of Clans. Bis dahin, euer Thorsten.